Hey Leute, hier ist David vom Lehmladen. Heute zeige ich euch, wie man Lehmoberputz verarbeitet. Wenn ihr jetzt einen Lehmoberputz macht, braucht ihr dafür einen möglichst saugfähigen und gleichmäßigen Untergrund. Am besten einen Lehmunterputz. Wenn ihr keinen Lehm darunter habt, sondern einen anderen Untergrund, müsst ihr meistens mit einer Grundierung arbeiten. Der Lehmoberputz ist ein relativ feinkörniges Material, was meistens auch Strohhäcksel dabei hat. Die Körnung von dem Material ist mit 0 bis 2 mm relativ fein, so dass man schöne glatte Oberflächen herstellen kann. Die maximale Schichtstärke ist 8 mm. Wenn man dicker aufträgt, neigt der Putz zum Reißen. Der Unterputz ist im Vergleich zum Oberputz deutlich gröber. Die Strohhäcksel sind länger und die Körnung ist mit 4 mm auch größer. Der Oberputz wird mit Wasser angerührt. Das trockene Material aus dem 25-Kilo-Sack braucht natürlich etwas mehr Wasser, als wenn man jetzt die erdfeuchte Variante im Big Bag nehmen würde. Das genaue Mischverhältnis steht aber auf der Packung. Das Auftragen vom Oberputz macht man am besten mit der Schweizer Kelle und der Glättkelle. Mit der Trapezkelle nimmt man sich das Material aus dem Kübel, legt es auf der Schweizer Glättkelle zurecht und trägt es an der Wand auf oder benutzt die Glättkelle, um es an der Wand aufzutragen. Das funktioniert dann genauso wie beim Unterputz. Das passende Video dazu findet ihr hier. Die Fläche eines Oberputz sollte möglichst eben sein. Je gerader das ist, umso schöner wird das Endergebnis. Zur Oberflächenbearbeitung vom Lehmputz gibt es zwei Varianten. Das Schwemmen mit Schwammbrettern in grob oder fein und die andere Variante ist das Reibebrett. Mit dem Schwammbrett nimmt man nur das oberflächliche Material, schiebt es so lange hin und her, bis alle Löcher und Lunken gefüllt sind. Das Reiben mit dem Reibebrett geht mehr in die Tiefe. Es verdichtet mehr und macht einen härteren Putz. Große Mengen an Oberputz kann man genau wie den Unterputz auch im Big Bag bekommen und mit der Putzmaschine aufbringen und mit der Reibemaschine reiben oder schwemmen. Das erkläre ich euch im Video über die Putzmaschine. So Leute, ich hoffe, ihr habt heute was gelernt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Alle Artikel, die ich im Video benutzt habe, findet ihr natürlich auf lehm-laden.de oder hier in der Infobox. Hier sind noch zwei Videos, die ich euch verlinkt habe. Und jetzt macht's gut, bis zum nächsten Mal.